Der FC Bayern München erzielt nach 10 Minuten den ersten Treffer, aber sie hatten wirklich eine Vielzahl von Chancen. In der ersten Halbzeit hatten sie den Darmstädtern überhaupt keine Chance gelassen. Und es ist wirklich verrückt, dass Darmstadt die erste Chance nach 49 Minuten hatte und sie direkt im Tor unterbringt. Aber nach der Reihe nach. 10. Spielminute, Huntelaar auf Arturo Vidal und der FC Bayern München geht nach 10 Minuten in Führung. Und hier sieht man mal, was für eine tolle Schusstechnik Arturo Vidal hat, die er nicht immer unter Beweis stellt, beziehungsweise nicht in dieser Saison. 14. Minute, dann wieder die Bayern mit Kingsley Coman und da lauert irgendwie Lewandowski in der Mitte und die Darmstädter hatten Glück, dass Fabian Holland noch vor Lewandowski stand und den Ball noch klären kann. In der 41. dann Huntelaar und Michael Esser. Der ist auch beinahe ins Auge gegangen. Dann ging's los. 49. Spielminute. Das ist wirklich die erste Chance, die Darmstadt in diesem Spiel hatte. Nach 49 Minuten. Hier haben wir sie. Shiplock auf Fabian Holland. Und was für ein Ding. Es ist mehr als unverdient, dieser Ausgleich von Fabian Holland. Aber man muss natürlich auch diese Schusstechnik loben. Auch die hier von Fabian Holland, nicht nur die von Arturo Vidal. Auch die Darmstädter haben die ein oder anderen Kunstschützen in ihrem Team. 61. dann Vidal auf Draxler. Draxler und er scheitert ebenfalls an Michael Esser. Hat heute eine Vielzahl an Chancen versemmelt, Julian Draxler. Die andere haben wir hier leider nicht in den Highlights. 86. dann Lewandowski auf Vidal und schon wieder Esser. Der hat eine Menge zu tun, dieser Michael Esser, und deswegen ist das auch kein Wunder, dass er heute zum Mann des Tages gewählt worden ist. Diese Paraden, die er heute auf Lager hatte, stellt er selten unter Beweis. Am Ende bleibt es dann beim 1:1, beim unverdienten 1:1 zwischen dem Darmstadt 98 und dem FC Bayern München. Danke fürs Zuschauen.